Hallo, liebe Leute, ich grüße euch ganz herzlich. Ich möchte euch gerne eine Geschichte erzählen, die so nicht passiert ist, aber die doch sehr anhörenswert ist. Ich hatte letzt eine Kreuzfahrt gemacht und das war wunderbar. Ich habe viele Eindrücke gewonnen und viel gesehen und viel erlebt. Und dann aber mitten in der Nacht gab es einen Seesturm, einen regelrechten Orkan und das Kreuzfahrtschiff, das sank mit mir drin. Es war eine Katastrophe. Ich konnte mich an irgendetwas festhalten und ich wurde auf einer einsamen Insel angespült. Und dort angekommen sah ich, dass ein paar Teile auch mit mir angespült wurden. Der Rest, der war woanders gelandet und zwar ist lediglich angespült worden. Ein Tisch und ein seltsamer Engel als Tischschmuck und ein Narr und eine Glasvase und ein Tischuntersetzer, der an Wildwestzeiten erinnert und eine Glaskugel, die so geschliffen war wie ein Diamant. Und dann saß ich da auf dieser Insel an diesem Tisch, Mutterseelen allein und wusste nicht weiter. Und dann tat ich das, was schon viele gemacht haben, wie es in Romanen geschildert wird und in Spielfilmen, denn ich hatte ein großes Glück. Diese Flasche, die war auch angeschwemmt worden. Und sogar ein Papier und ein Kugelschreiber, das war mein großes Glück. Und ich machte eine Flaschenpost fertig und warf sie ins Meer. Nun, dann war sie weg und schwamm herum. Also, das war die Geschichte und wieso erzähle ich sie? Weil bei der Suche nach Beatles-Liedern, wegen dem Beatles-Projekt, bin ich auf ein ganz anderes Lied gestoßen, so geht das ja manchmal, und zwar auf ein Lied der Gruppe The Police. Und der Titel lautet Message in a Bottle, also Flaschenpost oder Nachricht in der Flasche. Und dieser Titel, der sprach mich an, also eigentlich suchte ich was von den Beatles und dann habe ich das gefunden. Und dann wurde mir klar, dass dieser Titel vom vergangenen Jahrtausend, wo es nur drei Fernsehprogramme gab und kein Internet und kein ja nix, etwas Prophetisches hat. Denn heute hat der Titel eine ganz neue Bedeutung und das möchte ich euch gerne präsentieren. Aber zunächst einmal möchte ich euch die deutsche Übersetzung von Message in a Bottle präsentieren und dann eben die Interpretation mit einer gewissen Pointe, weil das die heutige Zeit betrifft. Wie gesagt, es ist immer so, wie auch bei den Beatles-Sachen, den Titel selber, Message in a Bottle von The Police, könnt ihr euch gerne in YouTube anhören, das ist wunderbar, dann seid ihr im Bilde. Aber das, was jetzt kommt, findet ihr sonst nicht und dann mache ich das mal. Also jetzt kommt die deutsche Übersetzung von Message in a Bottle von The Police. Message in a Bottle von The Police. Ich bin nur ein Schiffbrüchiger auf einer Insel, verloren im Meer. Ein weiterer einsamer Tag mit niemandem außer mir hier. Mehr Einsamkeit, als irgendwer aushalten könnte. Rettet mich, bevor ich endgültig verzweifle. Ich werde ein SOS-Signal an die Welt senden. Ich hoffe, jemand bekommt meine Flaschenpost. Ein Jahr ist vergangen, seit ich meine Nachricht geschrieben habe. Ich hätte es von Anfang an wissen sollen. Nur Hoffnung kann mich noch zusammenhalten. Liebe kann dein Leben in Ordnung bringen oder dir das Herz brechen. Ich werde ein SOS-Signal an die Welt senden. Ich hoffe, jemand bekommt meine Flaschenpost. Bin heute Morgen herausgegangen. Ich glaubte nicht, was ich sah. 100 Millionen Flaschen an die Küste angespült. Es scheint, als wäre ich nicht alleine mit meinem Alleinsein. 100 Millionen Schiffbrüchige auf der Suche nach einem Zuhause. Ich werde ein SOS-Signal an die Welt senden. Ich hoffe, jemand bekommt meine Flaschenpost. Ich versende ein SOS-Signal. Die Interpretation dieses Musiktitels erfolgt aus einem Zeittunnel. Ja, viele Jahre sind vergangen, seit die Gruppe The Police den Titel brachte Message in a Bottle und es war ein super Hit.
Und da beschreiben sie natürlich in erster Linie nicht nur ein Schiffbrüchigen auf einer Insel mit all dem Schicksal, was dazu gehört, mit Flaschenpost und dergleichen, sondern das ist ein Sinnbild für die Einsamkeit des Menschen. Denn wir Menschen sehnen uns danach, eine Beziehung zu haben, wo man aufgehoben ist und so angenommen wird, wie man ist und so weiter. Und das wird in dem Titel beleuchtet. Und da wird die Flaschenpost ins Meer geworfen und dann erkennt der Sänger bzw. die Gruppe, dass so viele Millionen Menschen sich nach etwas sehnen im zwischenmenschlichen Bereich, was sie nicht bekommen. Aber jetzt kommt die Pointe. Denn als die Gruppe The Police den Titel brachte, hatte sie keine Ahnung, dass es mal eine Zeit geben würde, dass es noch eine andere Möglichkeit der Flaschenpost gibt. Denn wenn einer möchte und er ist nicht so mit anderen zusammen, dass er sagen könnte, er wäre nicht einsam, dann wirft er sozusagen einen Film mit Hilfe von YouTube in das Meer der Filme. Und man muss sagen, die heutige moderne Flaschenpost ist, wenn man einen Film in YouTube hochlädt und eine Botschaft weitergeben möchte. Denn man weiß ja nicht, wer sie empfängt und was er damit macht. Ja, und das ging mir durch den Kopf und deswegen habe ich diesen Beitrag jetzt gemacht. Und ich wünsche euch allen eine gute Fahrt durch das Leben und freue mich, wenn wir uns wiedersehen und wiederhören. Alles Liebe und Gute. Tschüss. Ach so, und dann fällt mir natürlich noch ein. Und wenn jemand einen Kommentar unter den Film schreiben möchte, ist das auch eine Art Flaschenpost. Alles Liebe und Gute erst einmal. Tschüss.